Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. So, wir haben das geklärt mit dieser Questfrage. Es war ein bisschen verwirrend, weil der Löwe sich für eine Quest angemeldet hat, die noch nicht da war für mich. Weil ich wusste nicht, dass sie existiert. Die existierte ja erst an diesem einen Tag. So, und wir gehen jetzt auf die letzte Quest von am Ende des Regenbogens. Wie viele Stims haben wir? Wir müssten eigentlich genug haben, ne? Ja, müssten wir genug haben. Am Ende des Regenbogens und zwar mit Julian, der noch nicht repariert ist. Repariert, als wäre so ein Roboter. So, Julian, jetzt hör auf damit. Bleib da. So, Julian, wo ist dein Schlafanzug? Höchstens kann man ihn schnell finden mit seiner Glatze und seinem Schlafanzug. Da guck mal, da ist sie schon schwanger. Aber wir lassen sie erstmal da eine Runde rumlaufen. Wir müssen nämlich gucken, ob sie ihr Kind bekommt, wenn wir die Katze wegnehmen. Bevor wir jetzt hier irgendwas anfangen. So. Wo ist er denn? Im Generator hieß es, ne? Julian? Gelehrtenrobe? Und dein Schlafanzug ist weg. Das tut mir fast schon leid für dich. Der Schlafanzug ist einfach weg. Okay. So. Stufe 22, Schaden 9. So, ich weiß, dass Julie gierig ist. Weswegen die Lunchbox höchstwahrscheinlich problematisch wird. Wir werden, also, Julian, wenn es drauf ankommt, werden wir beides einfach auswürfeln. Also beides, sag ich schon, alles. Alles werden wir auswürfeln, wenn es nach dir geht. Bestimmt. Okay. Packen wir uns mal 10 Stück ein. Und legen einfach los. Da laufen die beiden Helden. So. Gucken wir mal, was unsere... oh, guck mal. Deadline. Er hat's geschafft. Er hat's eingesammelt. Gut. Der nächste wird 2 Tage sein. Selbstverständlich, Deadline, darfst du nicht alles auf einmal einsammeln. Du kriegst jetzt nur eine Lunchbox, auch wenn du jetzt über 2 Tage schaffst. Aber 2 Tage ist jetzt unser Maximum. So. Vault Explorer, da. Bring irgendwas Gutes mit. Nein, nichts. Na gut, du hast auch nicht wirklich viele Level geschafft. Ich habe mal gehofft, du kriegst eine bessere Waffe als die. Aber gut. Da guck mal, der läuft sogar noch. Ja, Mensch. Krass. Und er bringt uns einen Teddy mit und legendäre Outfits. Noch ein legendäres Outfit, ja. Ah, ja, gut, immerhin ein Teddy. Immerhin ein Teddy. Und der andere Vault Explorer, eine getünte Laserpistole. Gut, die können wir an unsere Vault-Bewohner vergeben. Die packe ich jetzt nicht in den Shop, das lohnt sich nicht. Du bist also so gut wie tot, deswegen laufen wir direkt zurück. Das lohnt sich für dich absolut gar nicht. Ja, du kannst halt dich auch zurück. Ganz ehrlich, dann sparen wir uns die Kronkorken. Wir sind momentan pleite. Von daher, passt das schon. Ach, guck mal, der hat einen Sniper gefunden. Der hat einen Sniper gefunden. Das heißt, seine alte Waffe liegt hier irgendwo. Oder hat er eine Sniper in der Hand? Oder hat er die hier? Ich glaube, der hat ja die hier. Man weiß es nicht. Aber schon mal ganz gut, schon mal ganz gut. Das ist auf jeden Fall hilfreich, denn wenn sie wiederkommen, gehen sie auf eine Quest. So, ach guck mal, Bürgermeister-Outfit gefunden. Coole Sache. So, Hosenkobold, kommen wir nun zu dir. Wir gehen in die Sporthalle und sehen, Hosenkobold möchte auf E6. Mach die mal platt hier. Das ist ja meine alte Waffe, ne? Ich muss mir doch die alte, neue Waffe ins Inventar legen. Dann verkaufe ich meine alte. Ne, komm, mach ihn platt. Geht doch. Hatten wir Leute auf einer Quest unterwegs? Erkundet. Erkundet. Okay, nee, hatten wir nicht. Perfekt. So, Hosenkobold, du hast jetzt E5 und du gehst auf E6. Deswegen ziehen wir dir nochmal Geld ab. Ähm.
So, direkt mal abgezogen. Oh! Das ist ja interessant. Gucken wir mal. Ja, Hosenkobold, dir fehlt's leider an Geld für deinen letzten Punkt. Deswegen geh mal zurück. Okay, kommen wir zum nächsten Team. Und zwar gehen wir auf die Questanmeldung. Wir hatten ja der Löwe. Er möchte ja gerne auf diese Quest gehen, hat aber festgestellt, dass sein Level anscheinend nicht reicht. So, gucken wir mal, der Löwe. Der Löwe, der Löwe, der Löwe. Ich denke mal, diese eine Quest wird länger bleiben. Es ist Frühling, das heißt, wird die wahrscheinlich bis Sommer bleiben. Da haben wir ein bisschen Zeit. Ist aber nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Deswegen. Der Löwe. Ey, wo ist denn der? Versteck dich doch nicht vor mir! Kannst du es wagen? Da, der Löwe, Krankenstation. Ja, Stufe 10. Du bist aber kurz vor 11. Das Problem ist, du bist noch nicht geheilt. Und ich kann dich nicht einfach so heilen. Dann haben wir. Wo ist das? Werkstatt da. Bruder möchte sein Plasmagewehr 17 bis 18 bauen. Das kann er doch gerne machen. Dann hat er endlich mal eine Waffe. Ich hatte ja gestern erst erwähnt, Bruder, alter Junge, du hast keine gute Waffe. Weswegen er auch immer noch Stufe 7 ist. Aber ich glaube, er war noch gar nicht draußen, ne? Ich glaube, er war sogar noch gar nicht draußen. Stufe 7 ist nämlich schon ziemlich gering. Was mich jetzt mal interessieren würde, ich war jetzt schon einmal draußen und habe gelevelt, ne? Auf wie viel maximalen Leben bin ich eigentlich schon? Ach stimmt, das kann ich gleich offen lassen, da muss ich eh einen Screenshot von machen. 347 maximales Leben. Und damit bin ich derjenige mit dem meisten Leben. Nein, Baxi. 361. Aber Baxi ist auch schon 50, ne? Baxi. Der ist 45. Und ich bin 30. Also ich bin quasi 15 Level hinter ihm, habe aber schon fast so viel Leben wie er. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir noch. Oh, Monkey Sass! Ah gut, er ist Stufe 50 und hat E10. Der hat 410 Leben. Die 410 Leben muss ich überbieten. Dann bin ich glücklich, weil dann hat sich wirklich dieser Aufwand gelohnt, den ich betrieben habe. Es ist anscheinend auch möglich, Charaktere zu züchten, die noch mehr maximales Leben haben, als wenn du mit Level 1 E10 losziehst. Ist aber bisher nur ein Gerücht, ich weiß nicht, müsst ihr mal googeln, wie das funktioniert. Ja, Gerücht kann man nicht so sagen. Also als ich damals Fallout Shelter angefangen habe, habe ich natürlich auch im Internet ein bisschen recherchiert. Und da gab es dieses Zuchtprogramm, womit man seine Charaktere halt richtig hochzüchten konnte. So, Plasmapistole gehärtet. Ja, nichts Interessantes hier eigentlich, ne? Brandgeschoss, was? Ich will es nicht herstellen. Nein, abbrechen. So, wir möchten nämlich. Ja, gut, das ist eklig. Gaussgewehr. Wir brauchen noch fünf Wecker. Ja, ich mach das mal ganz fix hier, so, zack. Wäre ich heute nicht so spät aufgestanden, dann wäre das jetzt alles gar kein Problem gewesen. So. Wir haben jetzt übrigens Donnerstag, Leute. Und normalerweise ist die Hälfte der Woche schon längst rum. So. Für mich hat sie aber gerade erst angefangen, weil ich Samstag arbeiten muss. Ihr seht schon, ich habe mich richtig festgenagelt an diesen Samstagsarbeiten. Ich meine, ich kann es verstehen, dass einige denken, ja, Zero, aber Hauptsache, du kannst arbeiten. Ja, das ist natürlich eine Sache, arbeiten zu können und der andere auch ein Wochenende haben zu wollen. Ja, was soll ich sagen? Alter, ich hasse dieses Programm manchmal. Manchmal speichert es nicht. Ihr müsst bedenken, ich habe nur einen Tag frei. Und das ist Sonntag. Und nächste Woche habe ich nicht mal mehr Sonntag frei. Ist das nicht toll?
Ja, ich freue mich riesig. Das ist die schönste Zeit meines Lebens. Aber Ostern. Ah, Ostern wird so toll. Ostern habe ich ein bisschen mehr frei. Da freue ich mich drüber. So. Goodie. Ey, ich hab's doch eingesackt. Wir haben keinen Platz, oder? Wir haben keinen Platz. Und ich habe übrigens auch zu wenig Wecker eingestellt. Ein Wecker? Are you serious? Ich habe mehr Wecker eingestellt. Das ist doch nicht dein Ernst. What? Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Was soll schief gehen? Wie spät ist das? Alles klar. Ich probiere es einfach nochmal. So. Wir brauchen. Oh. Ich glaube, ich habe Spielzeugauto hinzugefügt. Oh. Ja gut, das erklärt einiges. So. Ja, Controller ist nicht angeschlossen. Keine Ahnung, warum er mir das jedes Mal erzählt. Ich habe den Controller im Menü ausgeschaltet. Rein theoretisch dürfte er mich nicht mal fragen, ob ich einen Controller habe. So. Jetzt aber, komm schon. Ansonsten fange ich gleich das Kotzen an. Ah, Gauss-Gewehr suchen wir. Wo ist es? Da ist es nicht. Ach, da oben ist es doch. So, 400 werde ich die abziehen. Und die Zeit muss natürlich absitzen. Aber dann hast du endlich eine Waffe, die auch funktioniert, Dude. Es ist ganz, ganz wichtig hier bei diesem Projekt. Und jetzt, ich glaube, da wollte jemand noch mit Stims rausgehen. Dies darf er natürlich nur machen. Denn der Tywin möchte gerne mit 5 Stims raus. Somit müssten wir eigentlich genug Stims verbraucht haben, dass wir endlich mal wieder was am Wochenende bekommen. Letzte Woche gab es ja gar nichts, weil wir keinen Platz mehr hatten. So, wo ist der Tywin? Der Tywin, 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 Tywin. Da ist er doch. Das hat mir jetzt nicht weitergeholfen. Ach, da ist er. So, 5 Stück. Geh raus. Und ich würde sagen, wir schicken nochmal die Leute raus, damit sie leveln. Oh, Hosenkobold. Alles okay, ja doch, doch. Büro. Monkeysas. Lord. Reiner Zufall. Alles raus mit euch hier. Yesin. Fallout Boy. Pasco. Der Oldschool Pasco. Baxi. Kara ist noch nicht ganz fit. Der Löwe ist auch noch nicht ganz fit. Ist der andere Pasco, ne? Ah, scheiße, ich habe die. Achso, nee, alles gut. Der hat ja eh ohnehin schon sein E voll. Er kann ruhig leveln. Wolltest du den jetzt übernehmen, Pasco, oder chillt er jetzt hier nur so rum? Da hast du eigentlich noch nichts erwähnt bei. Würde mich mal interessieren. Wen haben wir hier? Die 13. Ja, gut, dann. Weiß nicht. Geh mal dahin, damit ich mit dir irgendwas anfangen kann. Ja, nice. Dann sind die meisten weg. Wir teilen mal die letzten Leute auf. Alter, ich will die schnappen. Geht doch. So. Und dann können die da halt ein bisschen rumwuseln. 6 seltene Waffen. Passe 5 Bewohner an. Du bist doch die 13, ne? Weißt du was, wir passen dich mal an. Und ich glaube, beim Friseur müssten ja mindestens 2 Personen reinpassen. Rein von der Theorie her.
Oh, da trainiert heute gar keiner mehr. Just Mike. Dann passen wir dich auch nochmal an, wenn's geht. Nein, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Komm zurück. Man kann nur eine Person zur Zeit anpassen. So. Dann individualisieren wir mal ein paar Leutchen, damit wir weiter mit den Quests vorankommen. Und morgen gibt es eventuell eine neue Lunchbox. Wenn nicht, dann höchstwahrscheinlich Montag. Hört sich jetzt krass an, aber ja. Weil morgen ist ja schon Freitag. Zumindest für euch, nicht für mich. Für mich ist übermorgen Freitag. Welch Schande. So, dann lauf mal rein. Alles klar. Was machen wir jetzt mit dir? Ich möchte irgendwas Verrücktes machen. Ich mag übrigens diese Frisur. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag Zöpfe. Singular, nicht Plural. Nicht zwei Zöpfe, ne? Wenn mir jemand mit zwei Zöpfen entgegenkommt, dann denke ich mir... Ein Zopf. So, das sieht ganz gut aus. Ein bisschen Schminke. Holy shit. Nee, ich fand das hier eigentlich ganz gut. Da, sieht so aus, als würde sie Kotze aus den Augen weinen. Das gefällt mir. Viel Spaß. Das wäre schon mal die erste Person. Das heißt, wir brauchen aber höchstwahrscheinlich dann... Oh, ein paar Tage. Deadline. Deadline? Der über 1,5 Tage... Das ist unfair. Das empfinde ich als sehr unfair. Ein Raum mit Red Kakerlaken. Und dem Laser. Es wird nicht lang dauern, Leute. Oh. Die halten anscheinend sehr viel aus. Ich kann nicht mal den Lebensbalken sehen, weil dieses Spiel einfach manchmal ein bisschen dämlich ist. Ah, gut, zwei Schüsse. Wobei die Kakerlaken hauen ja richtig rein. Alter Schwede, die zerfetzen ihn. Soll ich ihn sterben lassen? Wäre das eine Option? Kann ich natürlich nicht machen. Ich muss ja neutral bleiben. Ich meine, ich als Bewohner, ich hätte ihn töten lassen. Aber ich bin natürlich der Spielleiter und ich muss fair sein. Ja, ich war auch fair mit dem Skorpion. Ich habe mir die Szene mit dem Skorpion nochmal angeguckt, Deadline, ja? Du hattest Hälfte an Leben, der hat dich gekrittet. Der hat dich in der Sekunde gekrittet, wo du ihn gekrittet hast. Er hat dir also heimgezahlt. Ja klar. Ja klar. Leck mich doch. So. 1500 Kronkorken. Eine Golduhr. Ja gut, das ist egal. Also, aber hat die... Besser als eine Lunchbox. Er hätte noch eine Lunchbox bekommen können, hätte er zwei gehabt. Also das wäre, glaube ich, Horrorszenario gewesen. Ja gut. Damit haben wir sogar tatsächlich noch die Quest im Ödland was gefunden. Nicht die Quest, sondern doch eine Quest im Ödland gefunden. Das kann man schon sagen. Das hier regt mich nur auf. Wir machen jetzt... Ein Unfall pro Tag. Um die irgendwie hervorzulocken. So, komm. Nee. Schade. Also wie viel halten die Kakerlaken denn aus? Komm, einer noch. Einer noch, das ist wie Glücksspiel, Leute. Das ist wie Glücksspiel. Nur, dass Leute sterben. Okay, Feuer verkackt. Wir machen morgen ein paar mehr. Weil es lohnt sich nicht, einen am Tag zu machen. Wir machen morgen ein paar mehr. In der Hoffnung, dass wir irgendwie ein Skorpion rauslocken können.
Weißt du, so selten wie die kommen. Und ich brauche 6 Stück davon. Die Quests sind allesamt scheiße. Sammle 6 seltene Waffen. Ja gut, das könnten wir hinkriegen. Früher oder später. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, dass das Kind gute Werte hat. Haut rein, euer Zero. Tschüss.